kann ja nun passieren, auch wenn es hypothetisch ist, dass in Weiterführung, wir spielen es mal durch, wenn der Lask jetzt in das Playoff kommt, könnte es ja gegen Rapid auch gehen. Wäre das für Sie ein Worst Case? Punkt 1 ist, wir haben morgen, so viel war es, Admira Wacker von der TIA, einen Gegner, den wir schlagen wollen. Und da müssen wir alles aufbieten. Und wo es dann kommt, das wird sich eh noch zeigen. Aber jetzt über Rapid zum Rennen, ich glaube, das ist genau wurscht im Moment. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil man einfach das nächste Spiel von der TIA hat, das ist eben Admira morgen. Aber Grüße an die APA. Sorry, ja, noch Anschlussfrage. Ich habe mal was Positives jetzt, was denke ich auch. Womöglich auch Ihr Trainer Herz höher schlagen lässt. Gestern Abend dieser grandiose Erfolg von Oliver Glasner. Wie weit wertet das jetzt auch, muss ja auch Hinterecker noch bedenken und Michi Angerschmidt und Brunmeier, die Co-Trainer. Wie weit wertet das österreichische Trainer auf und den österreichischen Fußball? Sage ich schon, ein Leben lang. Also alle Trainer, die im Ausland sind, über längere Zeitraum in der deutschen Liga, der Hase in England, das ist ja, das kann ja nur gut sein. Und trotzdem, glaube ich, ist unser Standing noch wie vor nicht so, wie es sein sollte. Aber diese Burschen machen es zum Glück so gut, dass man weiß, dass auch die Trainer in Österreich, die hier arbeiten, garantiert auch die Qualität hätten, bei anderen Clubs zu arbeiten, in anderen Ligen zu arbeiten. Aber Gratulation auf diesem Wege, ist ja eine tolle Leistung. Überschießen habe ich leider nicht mehr gesehen, bin eingeschlafen. So lasst mich das.